Herrschaftszeiten. Herrschaftszeiten. Das ist wirklich unglaublich. Die Corona-Zahlen steigen schon wieder. Ich will endlich mal von etwas anderem lesen. Aber das wird wohl nicht passieren, solange wir weiterhin von diesem Virus und seinen Jägern verfolgt werden. Was kann man dagegen schon tun? Zum Beispiel die Maske tragen. Aber vor Mund und Nase. Ich schütze, was man wirklich schützen sollte. Mein Hirn. Wovor schützt du dich denn? Am meisten vor dir. Aber ich bin doch kein Virus. Das macht man wegen Corona. Abstand halten macht frei. Sagt wer? Die was zu sagen haben. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Sing bloß nichts Schlechtes über die. Das rächt sich. Dann noch mehr Abstand und noch mehr G3. G3? Du meinst das Schnellfeuergewehr des Waffenherstellers Heckler und Koch? Das glaube ich nicht. Oder vielleicht den PowerPC G3, den die Bundeswehr verwendet? G3 ist auch eine Abteilung eines Stabes in der Bundeswehr, die von einem Offizier im Generalstabsdienst geleitet wird und sich mit Ausbildung, Planung, Operationsführung und Organisation befasst. Oder meinst du die chinesische Limousine G3? Oder die Göttinger Rechenmaschine G3, den elektronischen Computer von 1960? Oder das Smartphone G3? Oder das Einkaufszentrum G3 bei Gerasdorf bei Wien? Oder die chinesische Autobahn G3? Oder die gleichnamige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für Personen, die mit Bleialkylen Kontakt haben? Dann lieber G2. G2? So. Von den G2 E-Sports hört man, dass sie die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in League of Legends erstmals seit 6 Jahren verpasst haben. Aber du meinst wohl eher den führenden technischen Personalvermittler G3 in Großbritannien. Oder das Referat G2 für Gewässerchemie. Aber nein, du meinst vermutlich eher die gleichnamige Liveband aus Augsburg. Hör auf, bitte hör auf. Wo hast du das bloß alles her? Ich habe eine Suchmaschine im Kopf. Oder die G2-Sicherheitsschuhe, oder den Tauchcomputer G2, oder die arbeitsmedizinische Handlungsanleitung für Untersuchungen nach dem DGUV-Grundsatz G2. Blei oder seine Verbindungen, mit Ausnahme der Bleialkyle. Nein, ich will G1. Nein, ich will nur G. Nein, lieber G4 und G5 oder noch besser wäre das Telekom Indoor Booster G5. Das mit dem Echtzeit-Feeling. Wenn schon, denn schon. Nein, nicht G5, nicht das Überwachungsnetz. 5G heißt das Überwachungsnetz und nicht G5. Aber ein Strahlemann wie dich überwacht sowieso keiner. Ich will 0G, ohne Spuckdown oder nein. Einfach nur G, wie geh zu, geh weiter. Nur G? Mit G fängt vieles an. Da ist es mir endlich gelungen, dass du aufhörst mit dem Quatsch. Quatsch? Das ist doch eher dein Spezialgebiet. Darüber lässt es sich jetzt streiten. Oder demokratisch abstimmen. Ui, toll. Das habe ich das letzte Mal bei der Bundestagswahl gemacht. Du meinst wohl, du hast gewählt. Tja, aber jetzt ist erstmal Schluss damit für die nächsten 2 Jahre bis zur Landtagswahl. Ist das schlecht? Absolut! Wir brauchen mehr direkte Demokratie. Dann hätte das Volk endlich mal mehr zu sagen. Und die Entscheidungen basierten auf der Grundlage des Allgemeinwohls. Und was ist, wenn nur ganz wenige zur Abstimmung gehen? Es müssen Themen sein, die uns alle angehen. Dann kommen die Leute von ganz allein in die Wahlkabinen. Denn wenn mehr Demokratie, zum Beispiel in Form von Volksabstimmungen, herrscht, informieren sich die Bürger stärker und entwickeln ein höheres politisches Interesse. Das kann ja Jahrzehnte über Jahrzehnte dauern, bis mal eine Entscheidung getroffen wird. Nein, so lange nun auch wieder nicht. Und außerdem ist dann die Entfremdung zwischen politischer Kaste und uns, der Bevölkerung, dann nicht mehr so groß.
weil man aufeinander eingeht und die Politiker uns zuhören und dabei erkennen, was unsere Anliegen sind. Da müssen sich die Politiker aber reichlich ins Zeug legen, sonst gewinnen nämlich die, die am lautesten schreien und Panik verbreiten. Aber wenn ich es mir recht überlege, wird Ihnen das nicht gelingen, weil das alles für den normalen Bürger viel zu kompliziert ist. Mhm. Hättest du keine Stimme, würde vielleicht anders entschieden werden und das wäre dann eine Minderheitsmeinung. Aber auch Minderheiten sind wichtig. Nein, nein, nicht umsonst heißen sie Minderheiten. Aber nicht immer weiß die Mehrheit über alles Bescheid. Oder Minderheitsmeinungen werden gar nicht erst gehört. Warum reden wir hier überhaupt über etwas, das es niemals geben wird? Niemals? Erinnerst du dich an das Volksbegehren Artensterben? Das war ein Teil von direkter Demokratie. Stimmt. Aber manche haben das wohl mit Fasching verwechselt und sind als Biene gegangen. Da hast du es. Keinerlei Verständnis, worüber abgestimmt werden soll. Darüber, ob Insekten gerettet werden oder darüber, wer das schönste Bienenkostüm trägt. Im schlimmsten Fall geben alle ihre Stimme ab, ohne zu wissen, wofür die genutzt wird. Ach Quatsch, die mediale Aufklärung wird schon dafür sorgen, dass jeder weiß, worum es geht. Und dann kann man beginnen, sich eine Meinung zum Thema zu bilden. Und wenn den Menschen nicht passt, was die direkte Demokratie entscheidet, wird auf die Straße gegangen und die Protestkultur wächst. Das muss doch nicht unbedingt schlecht sein. Denk mal an Fridays for Future. Gut, wir werden schon sehen, ob es mehr direkte Demokratie gibt. Irgendwann. Irgendwann? Nein, am liebsten jetzt sofort. Ich kann aber nicht zaubern. Außerdem würde ich eine Pause machen. Pausen waren schon als Schulkind meine schönste Zeit am Tag. Sag mir einen, der niemals Pausen braucht. Nicht umsonst gibt es den Pausenclown. Mich. Gut, dann machen wir beide jetzt eine Pause. Währenddessen schauen wir uns etwas an, das zeigt, dass meine Idee durchaus funktioniert. Das folgende Video schafft ein Verständnis dafür, wie wichtig es ist, sich demokratisch einzubringen. Das gab es schon und wird es wiedergeben. Film ab! Film ab! Jeder Mensch hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten des eigenen Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. So lautet Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Das ist die Idee der Demokratie. Aufgehoben ist diese Idee in unserer parlamentarischen Demokratie. Regierung und Opposition ringen um die beste Lösung, zu unser aller Wohl. Theoretisch. Praktisch erleben wir oft eine Politik, die sich im Parteienstreit verfängt. Was tun, wenn drängende Probleme nicht angegangen, wenn Ideen aus der Zivilgesellschaft von der Politik nicht gehört werden? Warten bis zur nächsten Wahl? Demokratie ist mehr als wählen. Deshalb gibt es die direkte Demokratie. Damit sind wir nicht nur Zuschauer und Bittsteller, die mal dankbar, mal zornig quittieren, wie mit ihnen verfahren wird. Wir können direkt mitgestalten. Stehen wir vom Sofa auf, dann erleben wir uns als mündige und selbstbestimmte Bürger. In allen Bundesländern gibt es die direkte Demokratie. Wir können eine Initiative ins Leben rufen, den Weg über das Volksbegehren bis zum Volksentscheid gehen. Das verändert schon heute die politische Kultur. Muss die Politik damit rechnen, dass wir eine Sache an uns ziehen, sie notfalls selbst entscheiden, dann wird mehr mit uns geredet und weniger über unsere Köpfe hinweg entschieden. Aber auf Bundesebene wird uns die direkte Demokratie verweigert. Das muss sich ändern. Wir fordern, jetzt ist die Zeit, Volksabstimmung bundesweit. Und zwar wie in den Ländern. Stufe 1, Volksinitiative. Das ist quasi der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens. Eine Initiative bringt ihre Idee aufs Papier, gießt sie gegebenenfalls in einen Gesetzentwurf. Danach müssen Unterschriften gesammelt werden. Vorschlag, 100.000 Unterschriften sollen nötig sein.
Danach können Parlament und Regierung vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, ob nicht etwa Grund- oder Minderheitenrechte angetastet werden. Das nämlich geht nicht. Wird der Antrag zugelassen, befasst sich der Bundestag damit. Dieser kann den Gesetzentwurf der Volksinitiative übernehmen und beschließen. Lehnt er den Gesetzentwurf oder die Forderung ab, geht es ins Volksbegehren, Stufe 2. Vorschlag: 1 Million Unterschriften. Das ist eine Menge, aber hier muss nachgewiesen werden, ob die Sache so wichtig ist, dass sie allen Bürgerinnen und Bürgern zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Das muss sich hier beweisen. Irre viel Arbeit. Ist die getan und die Unterschriften sind gesammelt, befasst sich noch einmal der Bundestag. Nimmt er beispielsweise den Gesetzentwurf an, ist alles paletti. Lehnt er ab? Kommt es zum Volksentscheid, Stufe 3. Nachdem die Sache sicher schon seit 2 Jahren in der Öffentlichkeit ist, hat das Parlament bestimmt auch eigene Ideen. Der Bundestag kann eine Alternative mit zur Abstimmung stellen. Die kann auch ein vom Bundestag beauftragter Bürgerrat mit ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern ausarbeiten. Zusammengefasst wird das alles in einem Abstimmungsheft, die Vorschläge und Pro- und Kontra-Argumente. Es wird an die Stimmberechtigten geschickt, damit alle später gut informiert entscheiden können. Vor der Abstimmung geht es heiß her, wie schon beim Volksbegehren. Sachdebatte pur, überall im Land, am Küchentisch, beim Einkaufen, in Bus und Bahn. Alle reden mit, weil sich alle mit der Frage befassen, wie stimme ich ab? Das Gespräch ist die Seele der direkten Demokratie. Und dann der Tag der Abstimmung. Nennen wir ihn ruhig ein wenig pathetisch Freiheitstag. Unsere Freiheit hängt nicht nur daran, ob wir frei reisen oder konsumieren können. Wirklich frei sind wir erst, wenn wir die Bedingungen, unter die wir uns als Gesellschaft stellen, selbst beeinflussen können. Freiheit und Demokratie sind Geschwister, die uns helfen, uns selbst zu entfalten und die Gesellschaft aufblühen lassen. Das klang sehr überzeugend. Das ist eine gute Sache. Gut Ding will aber Weile haben. Das stimmt. Und viel Unterstützung. Auch lautstarke, wenn es sein muss. Wer weiß schon, wie man das richtig macht. Ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich hinschreiben muss, wenn ich mal mit Frauen reden will. Hier, schau. Sternchen, Schrägstrich, Doppelpunkt. Stern, Schräg, Doppel. Was sage ich da? Sowas zeige ich jetzt immer vor, wenn ich mit Fans von der gendergerechten Sprache rede. Aber das muss man doch sprechen und nicht schreiben. Also so, liebe Augustina, ich schätze es sehr, dass Clown Sternchen, Schrägstrich, Doppelpunkt, in Sternchen, Schrägstrich, Doppelpunkt. Nein, nein! Du musst diese Zeichen nicht sagen. Also es wäre dann eher so. Ich freue mich sehr, dass Clown innen, also du musst einfach eine kleine Pause machen. Ja, ja, eine Pause brauche ich. Weil ich ein Pausenclown bin und kein Hofnarr, so wie du. Für mich ist dieses ganze Gerede über direkte Demokratie nichts. Und dieses Innen, Außen, Drunter und Drüber schon gar nicht. Aber August, nun stell dir doch mal vor, es wird dieses Thema diskutiert, was dir so wichtig ist. Pause, Pause, Pause. Es wird darüber diskutiert, ob man gendern muss. Und vor allem wie. Alle Meinungen kommen dabei zu Wort. Am Ende stimmt man demokratisch ab. Willst du dabei etwa nicht für deine Meinung einstehen? Doch, natürlich. Na also, und genau deswegen brauchen wir bundesweite Volksabstimmungen. Ja. Unbedingt! Herrschaftszeiten!